Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automachi 4 aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier in unserer Kneipe bzw. in unserer Wunderbar unterwegs und müssen beim Beach Burger jetzt mal ganz kurz gucken, dass wir denn hier keine Verstopfungen kriegen. Ich werde mal die Patties langsamer legen lassen, dass die langsamer daran kommen, dass er hier die Zeit hat, das noch fertig zu machen. Ja, das gucken wir jetzt uns mal an. Ich habe auch schon gesehen, dass es meistens ein Hühnersalat ist, der relativ lang quasi braucht, um da oben anzukommen. Also das mit dem schnell ranfahren. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie umsortiert kriege mit den Pommes. Dass ich die Pommes hier hinkriege und dass ich den Hühnersalat hier oben irgendwo dazwischen gebaut kriege, dass der schneller fertig ist oder schneller denn da ist und nicht mehr ganz so lange fahren muss. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber wir gucken einfach mal, wie das jetzt hier abläuft. Ob hier wieder, also jetzt ist ja eigentlich zum Schluss immer uns das Ding hier vollgelaufen und hatte dann irgendwann oder zu viele oder nicht die richtigen Inkredenzien am Werk und konnte halt nicht fertig gebaut werden. Jetzt sollte das, sagen wir mal, die Patties sollten jetzt etwas ruhiger rüberkommen und etwas länger brauchen, bis die da sind. Was hoffentlich dann nicht Einfluss darauf hat, dass der Beach Burger zu langsam erstellt wird. Jetzt haben wir hier sehr viele Hühnersalate zu machen. Da sehen wir auch, dass es hier einen ordentlichen Stau gibt. Dass die dann da mal was machen. Und dann sind wir jetzt schon wieder beim Stromverbrauch ziemlich hoch. Unsere Bestellung läuft kurz ab. Ist aber noch rausgegangen. Beach Burger. Irgendwas ist hier los. Inhalt voll. Und der kriegt halt eben nicht mehr. Warte mal, stoppen. Er kriegt halt nicht mehr das Burgerbrötchen rein. Er hat 7 Burgerbrötchen, 7 Tomatenscheiben, 4 gegrillte Pilze und 2 gegrillte Patties. Ihm fehlt ein gegrillter Patty, weil der liegt doch eigentlich da. Aber das ist halt einer zu wenig. Er kriegt ihn halt nicht mehr rein. Und dann passiert hier der Rückstau und dann geht hier gar nichts mehr. Das heißt, wir kriegen in der Stoßzeit eigentlich nicht schnell genug die Patties hier rein, sondern den Rest viel zu schnell. Das heißt, wir werden die Tomaten mal entschleunigen und die... Ja, das werden wir mal machen. Okay, stopp. Wir werden die Tomaten mal entschleunigen, dass die Tomaten nicht 5 Sekunden brauchen, sondern nur alle 10 Sekunden rauskommen. Genauso wie das Brötchen, dass das nur alle 10 Sekunden rauskommt. Gucken wir uns das mal an. Speichern das Ganze. Ja. Und starten das Ganze hier wieder. Dauert jetzt natürlich immer... Das ist jetzt wirklich Try and Error. Also... so richtig weiß ich noch nicht, was ich hier oder wo ich hier denn rankomme. Aber es scheint so zu sein, dass dann halt eben so viel offene Bestellungen da sind und dadurch die Brötchen die ganze Zeit rausgeschmissen werden. Und es dann halt eben zu lange braucht. Also die Brötchen können wir ja wirklich quasi eigentlich an den Zeitaufwand, den es hier kostet, anpassen. Damit hier denn nicht zu viele Materialien drin herumfliegen. So. Beim Stromverbrauch sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen clear. Das ist gefährlich. Wir kommen lang ab und zu über diese 40.000. Aber es ist nicht lang genug, dass die Dings durchbrennt. So, Bestellung läuft kurz ab. Das kennen wir ja schon. So, ein bisschen Rückstau gibt es. Die Burger brauchen ein bisschen lange. Ist alles, könnte alles. Ja, eine ist daneben gegangen, eine Bestellung von unserem Burger. Okay, eine zweite Bestellung ist daneben gegangen. Maximale Zutaten haben wir überschritten, Energie nicht. Also in der Energie liegen wir drinnen, maximale Zutaten liegen wir draußen und die Bestellung ist mehr drinnen. 81% Effizienz, 4 fehlgeschlagene Bestellungen haben wir auch drinnen. Puh, Küchenbericht. Bestellung abgelaufen, Beachburger, Hühnersalat. Also am Schluss läuft auch der Hühnersalat über. Wir versuchen es mal erneut. Wie kriegen wir hier jetzt? Beim Hühnersalat. So ein Möhrchen. Hier durchschnibbeln, da durchschnibbeln. Hühnersalat müsste man eigentlich beschleunigen. Der Hühnersalat müsste eigentlich schneller gehen. Bloß dann, wenn die kommen, die kommen, die kommen. Kommen die denn hier? Naja, das dauert ja auch hier was, ne? Was kostet so ein Zutatenzerleger? Wie lange braucht der? Zutatenzerleger braucht 0,75 Sekunden. Okay. Also
Können die alle eine Sekunde langsamer sein eigentlich als die beiden? Dann wird hier kein Stau so großartig entstehen. Ja, das Huhn ist ja eigentlich der Taktgeber hier, ne? Also das Huhn, was hier hinten durchkommt, das braucht ja am längsten. Das heißt, ein Huhn gespendet braucht 5 Sekunden, dass es hier ist. Dann braucht es hier auf den Elektrogrill, weil wir den auf Energiesparen haben, 7,5 Sekunden mehr. Dann muss es hier durch, sind wir bei 8,5 Sekunden. Und das tief diesmal zu 8,5 Sekunden, also alle 8 Sekunden brauche ich eigentlich hier nur ein Salatblatt rausjagen und eine Tomate rausjagen. Und hier machen wir alle 7 Sekunden. So, und dann sollte nicht eine Zutat zu viel oder zu häufig hier drin sein. Das ist jetzt quasi das. So, jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay, macht man hier einen schnellen Spender hin, spart man sich ein bisschen Zeit. Ja, liegt es da dran. Wir gucken mal einfach, ich speichere das jetzt mal. Es kann nämlich auch dort nicht sein, dass zu wenig Materialien da reinkommen, sondern dass von einer Art und Weise an Materialien zu viel hier drin ist und er deswegen nichts mehr annimmt. Na, das kann natürlich auch sein. So, und wie kriegen wir den Burger beschleunigt? Dann kriegen wir den Burger beschleunigt nur durch mehr Energieverbrauch. Aber noch mehr Energieverbrauch kann ich mir echt nicht leisten, ne? Oder mache ich hier einen Durchlaufgrill? Wenn ich einen Durchlaufgrill mache, spare ich mir 2 smarte Roboter. Ich muss mal gucken, warte mal, stopp mal ganz kurz. Was braucht der Elektrogrill an Energie? 3. Fließbandgrill braucht 6. Kann ich nicht reinnehmen. Das ist zu teuer. Das kostet zu viel. Das kostet zu viel Strom. Auch wenn ich jetzt quasi hier 3 kW spare. Roboterarm simpel. 3,3 kW. Roboterarm smart. 3,7. 4, den spare ich eigentlich gar nicht, ne? Na gut, ein Förderband würde ich noch sparen. Oh, jetzt habe ich den hier in der Hand. Will ich gar nicht. Jetzt ist er komplett raus. Jetzt habe ich den Zutatenzettel in der Hand. Will ich auch nicht. So. Du sollst nehmen die Pilze. Und das Ganze bitte schön ein bisschen linkslastig. So. Das ist schwierig. Man könnte den auch einen runternehmen. Darüber, dass das denn eins nach da rutscht hier. Momentchen, das könnte man noch machen. Da können wir noch ein bisschen Energie einsparen. Warte mal, das müssten wir dann irgendwie so organisieren, dass das da so dran kommt. Tomate da rein. Die können stehen, wo sie wollen. Das kann man sparen. Da können wir dann noch einen Roboterarm hinbauen, der das da einfach drauflegt. Du musst ein bisschen rechtsläufig. Und du bist dann linksläufig. Gut, so, dann sparen wir hier schon mal auch ein bisschen, ein paar Zeiten vielleicht sogar, aber auch ein bisschen Energie, weil wir ein paar Geräte weniger haben. Gut, das konnte man ja schon mal umbauen. So, dann haben wir gestellt, dass man da rein, damit das ein bisschen kompakter steht. Aber es macht sich natürlich hier denn nicht bemerkbar, dass wir hier irgendwie besser hinkommen. Wofür ist der da? Oder da? Oder am simpel wartend? Keine Ahnung, wofür der da ist, aber den brauchen wir nicht mehr. So. Wo wahrscheinlich hier der von da oben war oder so, aber den können wir uns einsparen. So, dann kriegt er hier den Burger. So, dann haben wir hier ein paar Arbeitsschritte weniger. Könnte schon ein bisschen weniger Strom kosten. Achso, jetzt weiß ich, warum ich das nicht einsparen kann, hier das Fließbandstück.
Weil ich ja da noch den Patties mir raufholen muss. Gut. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Oh gut, jetzt haben wir 500 insgesamt gespart. Jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin 500. Und dann starten wir das Ganze nochmal und gucken mal, ob jetzt hier oben der Stau, sagen wir mal... Also das müsste ich hier ändern. Hier muss ich mal die Zeiten jetzt geändert. Das könnte sein, dass jetzt mehr fehlschlägt. Ich weiß es nicht. So, aber jetzt gucken wir mal hier. Ja, wenn die zweite Bestellung kommt. Könnte nämlich durchaus sein, dass das nämlich schon sich mit anderen Materialien so vollsaugt, bis das Hühnchen da ist. Und dass er deswegen nachher die Bestellung nicht mehr rechtzeitig rauskriegt. Beachburger. Beachburger ist jetzt schon kritisch. Warum ist der kritisch? Irgendwas ist hier komisch. Moment. Stoppen. Das geht. Das geht auch. Wieso war der jetzt kritisch? Hier kommt die Tomate. Ah. Das Burgerbrötchen kommt da oben nicht mehr an. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so ganz so schön. Das muss doch natürlich auch noch ankommen. Ah ja. Das ist ja wiederum jetzt ganz schön dämlich. Wie kriege ich das Burgerbrötchen da noch hin? Dann brauche ich ja doch wieder mehr Förderbänder hier. Damit ich hier das Burgerbrötchen noch dazwischen schmeißen kann. Dann sparen wir schon wieder kein Geld mehr. Das ist aber teurer als vorhin. Na gut, okay. Aber das brauchen wir natürlich auch, ja. Das Burgerbrötchen, das ist wichtig. Könnte man das irgendwie noch cleverer aufbauen? Ich gucke gerade, ich überlege. Ja, könnte man, indem man den da reinsetzt. So. Dann könnte man das sparen und könnte das wieder da ranstellen. So. Das geht. Okay, das geht. Dann starten wir das mal. So, oh, was wollte das Burgerbrötchen schon nicht mehr? Eieieiei. Wir machen aber auch Sachen. So, gut. Also wie gesagt, es ist wichtig jetzt zu gucken, wie viele Hühnersalate jetzt eventuell nicht mehr klappen. Aber da hier wirklich der Taktgeber eigentlich das Huhn war, denke ich mal, sollte das jetzt hier unten genauso immer noch funktionieren wie vorher. Wir müssen mal gucken, ob wir da was beschleunigt kriegen. Also ob wir da dann wirklich ein beschleunigtes Förderband irgendwo nochmal einsetzen oder so. Aber so recht sehe ich da auch keine Chance drin. Ne? Also wir könnten jetzt das hier noch nach vorne setzen, damit das hier dann hier über Eck abgenommen wird, das Hühnchen. Mal übersehen, der Hühnersalat ist genau das einmal nicht. Einmal ist der Hühnersalat nicht durchgekommen. Wird gleich nochmal nicht durchkommen, ja. So, dann wird hier der Hühnersalat, Beachburger. Einer nicht durchgegangen, noch einer nicht durchgegangen, noch mehr nicht durchgegangen. Okay, also wir haben es verschlechtert. Wir haben es wahrlich verschlechtert. Aber wenn wir das nicht hätten... Ja, Hühnersalat. Okay, also den Hühnersalat verlangsamt. Erneut versuchen. So, jetzt können wir hier natürlich sagen, okay, machen wir hier keine Energie sparen, machen wir hier mit normaler Energie. Und machen wir das hier nicht so dumm über Eck. Fahr das mal hier ran. Bis dahin. Und könnte man hier sagen, du bist rechtslastig unterwegs und lädst quasi das Hühnchen, das zerlegte Huhn hier direkt drauf. So. Das könnte schon mal gehen. Dann haben wir hier denn jetzt die 5 Sekunden, die alle haben. Plus hier bloß noch 7 Sekunden. Dann würde ich hier nämlich wieder eine Sekunde runtergehen überall. Oh, wir sind von 7,5 auf 5 Sekunden. Das heißt also, die 5 Sekunden... Ja, eigentlich ist es immer noch hier schneller, ne?
Na gut, wir machen hier mal 7 Sekunden. 7 Sekunden. Und hier machen wir 6 Sekunden. So. Speichern das Ganze nochmal. Oh, ein bisschen Geld gespart. Das ist ja richtig tricky. Also wir könnten durchkommen, wir können zum nächsten Level gehen, aber ich habe da halt eben jetzt doch, ich möchte das ganz gerne irgendwie noch sehen, dass es noch besser funktioniert. So, jetzt könnte ich theoretisch den da eigentlich hinstellen. Könnte ich das? Dann müsste ich alles über einen Arm machen. Der Hühnersalat klappt nicht. Warum klappt der Hühnersalat nicht? Achso, alles klar, Moment. Du bist jetzt natürlich gerade auslichtig. Hm. Müssen wir mal speichern. Also ich könnte das jetzt eigentlich hier hinstellen, ne? Die Pumpe, und das könnte ich jetzt wegstellen. Ich könnte den da reinstellen und dann hätte ich einen Zugang. Und den Zugang von hier hätte ich noch. Dann müsste ich das bloß umdrehen. Dann stünde der Zusammensetzer schon mal hier oben. Dann könnte ich hier das... den Roboter zum Rauslegen hin machen, der das dann nach oben da rauslegt. Das ist eigentlich gar kein so schlechter Plan. Dann sind wir näher dran auf jeden Fall. An dem Servieren. Das könnte uns ungelogen vielleicht eventuell genau diese halbe Sekunde bringen, die wir brauchen. So, jetzt ist der Hühnersalat wieder sehr, sehr, sehr mächtig. Also es, die Gefahr besteht, dass jetzt natürlich der Einbestellung... Ist kurz zum Ablaufen, wurde aber noch ausgeliefert. Wo sind wir denn jetzt? Ne? Stromverbrauch müssen wir achten. Noch haben wir alle gekriegt. Jetzt ist die erste nicht abgeliefert worden. Jetzt wird gleich dann... Oh, die ist noch abgeliefert worden. Auch noch. Da ist der erste Burger, zweite Burger. Hühnersalat nicht. Da ist der Hühnersalat nicht durch. Der Hühnersalat ist auch nicht durchgegangen. Also wir müssen beim Hühnersalat... Ist es knapp? Es ist knapp. Das kriegen wir, das könnten wir hinkriegen. Erneut versuchen. So, dann probieren wir das nochmal. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier hinten hin. Ist ja egal, wie lang das Rohr ist erstmal. So. Räumen den hier raus. Den hier raus. Den hier raus. Stellen das Ding da rein. Stellen den da hin. Sagen, der soll mal wieder geradeaus arbeiten. Der soll linkslastig arbeiten. In der Linksauslage. Und der arbeitet auch in der Linksauslage. So. Sehr schön. So, dann kommt das da hin. Das dahin, das dahin und das alles dahin. So, dann machen wir hier jetzt 6 Sekunden draus. Obwohl, nee, lassen wir da mal 7 Sekunden machen. Ich bin überlegen, ob ich hier den ersetze durch einen schnellen. Wie viel mehr Strom braucht der schnelle Spender? 3 kW, 1,5 kW. Oh. Ah, 1,5 kW mehr, das könnte in der Spitze genau ausreichen, damit er dann ver... Verduselt, ne? So, okay, jetzt haben wir das hier oben noch kompakter gebaut, dass es hier wesentlich schneller an der Auslage ist. So, wir sind mit 94.500, auch relativ kostengünstig. So, gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Das wird noch hart. Also das wird noch, das ist eine harte Nuss hier. Muss man ehrlich sagen. So, jetzt wird da das ganze Material reingeliefert. So, Hühnchen kommt dazu. Zusammensetzen, er hat alles. Ah, das Salatblatt muss doch zweimal, denn ist das Salatblatt jetzt gerade unser... Obwohl, geht eigentlich? Geht eigentlich, ne? Also wenn... Aber das Salatblatt ist momentan... Doch, das Salatblatt muss man noch schneller machen. Das Salatblatt könnten wir noch 1,5 Sekunden schneller machen. Oder das könnten wir auch 5 Sekunden laufen lassen. Weil davon brauchen wir zwei. Eine Bestellung läuft in Kürze ab, aber es kommt noch gerade raus. Hühnersalat ist raus. Nächste Hühnersalat geht raus. Nächste Hühnersalat. Nicht geschafft. Okay. Jetzt sind die Burger dran. Da könnten jetzt wieder zwei Burger nacheinander nicht kommen. Ja, einer, zwei. Okay. So, Hühnersalat geht raus. Einer nicht geschafft. Zwei nicht geschafft. Drei nicht geschafft. Das ist noch das gleiche Bild. Erneut versuchen. So, aber wir sind jetzt hier beim Salat. Beim Salat werde ich nochmal ganz kurz die Zeit auf Minimum setzen. Weil da brauchen wir ja zwei Blätter von. Ja, das kommt ja zweimal da rein. Den dürfen wir nicht zu langsam machen.
Damit das Timing passt, dann dürfte das passen. Dann können wir hier Tomate können wir ruhig auf 9 Sekunden machen. Die brauchen wir bloß einmal. Und die Mohre brauchen wir auch bloß einmal. Da können wir ruhig auf 8 Sekunden setzen. Damit das, hier nicht verstopft. So, und hier das Huhn 5 Sekunden plus Grill. Ja. 10 Sekunden plus das Schnibbeln sind 11 Sekunden, was er hier eigentlich braucht. Der braucht 10 Sekunden plus das Schnibbeln sind 11 Sekunden. Passt einigermaßen. So. Das ist die schnellstmögliche Art und Weise, das herzustellen, ohne jetzt noch zusätzlich einen schnelleren Spender zu machen oder den Elektrogrill irgendwie noch zu pimpen, aber da könnte dann unser Energieproblem kommen. So, speichern wir das nochmal. Ja, das ist Feintuning, das ist wirklich Feintuning. Also wir haben es eigentlich, wir haben es ja geschafft, aber wie gesagt, ich habe jetzt beim Salat, habe ich jetzt die Hoffnung dadurch, dass ich jetzt die Blätter doch schneller kriege, weil ich hatte sonst 14 Sekunden, war quasi der Taktgeber das Salatblatt. Und das Huhn ist in 10 Sekunden durch. Und dadurch hat das immer daran gehabert, dass das Salatblatt nicht rechtzeitig da war. Die Zusammensetzung von dem Teil dauert auch eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob ich das noch... Kann ich den eigentlich noch beschleunigen? Weiß ich nicht. Kann aber möglich sein. Also wenn ich den noch ein bisschen beschleunigt kriege, gegen geringen Aufwand an Energie, dann würde ich das sogar noch machen. Aber jetzt haben wir Stoßzeit, jetzt geht es jetzt erstmal richtig los. Theoretisch müsste man sich irgendwo einen Vorratsbehälter machen oder sowas. Einen Vorratsbehälter auf 2 anwachsen lassen, sondern immer 2 im Puffer haben oder so. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich zu viele Zutaten. Energie geht einigermaßen. Wir sind beim 26. Gericht. 27, 28. Ich glaube, das erste, was das Spiel stieg, war hier unten in so 36 oder so. Jetzt ist der erste Bürger. Oh, den Salat haben wir überlebt. Den Salat haben wir überlebt. Jetzt kommt der erste Burger. Zweite Burger. Wiener Salat. Geht raus. Jetzt kommt ein Salat. Haben wir nicht geschafft. Den Salat haben wir geschafft. Wir haben 3 Bestellungen nicht geschafft. In der Übersicht haben wir auch 18 Zutaten zu viel gebraucht. Also ich würde sagen, fehlgeschlagene Bestellung 3 ist besser als 4, die wir vorher hatten. Kann man die erstmal machen. Ein bisschen dran tüfteln kann man noch, also man kann das definitiv noch verbessern. Aber wir sind erstmal durch, also in der nächsten Folge werden wir uns um was anderes kümmern, als um unsere Wunderbar. Ich gucke mal, ich habe den auf Energie sparen, wenn ich den auf Normal setze und den hier auch auf... Ah, der hat schon hohe Geschwindigkeit, uiuiui, das Zusammenbauen ist hier mit 8 Sekunden angeschlagen. Was dauert denn hier am meisten Zeit eigentlich? Also der braucht 8 Sekunden, um es zu machen. So, dann heißt also, der bringt alle 10 Sekunden ein Brötchen raus. Der bringt 6 alle 2 Sekunden raus. Es braucht 7 Sekunden ein Patty. Da wir 3 Patties haben, der erste ist nach der 7. Sekunde fertig, 9., 11. Sekunde. Also muss der nicht schneller arbeiten. Der muss nicht schneller arbeiten als 11 Sekunden. Weil häufiger kriege ich das Material nicht. Also selbst wenn ich jetzt das Material, ich kriege, also der steht still dann. So. Weil das braucht 11 Sekunden. Die Patties, die hier rauskommen, kommen in 2 Sekunden Rhythmus. 2 Sekunden da drauf. Dann 4 Sekunden plus die Zeit. 6 Sekunden plus die Zeit. Und die Zeit hier sind 7,5 Sekunden, weil er auf Energiesparen läuft. Macht zusammen sogar 13,5 Sekunden. Also der kann ja hier sogar auf Energiesparen laufen. Ah gut, der braucht 15 Sekunden. Okay, das ist dann zu lang. Normal ist okay. So. Das heißt, ich darf den Grill hier nicht auf Energiesparen haben, weil dann habe ich 5 Sekunden, da kriege ich die Zeit rein. Könnte aber sein, dass mir jetzt eine Sicherung rausfliegt. So. Gut, das heißt, ich habe den Takt von, was war es jetzt hier, 6 plus 5... 11 Sekunden. Das heißt, also ein Brötchen 10 Sekunden ist vollkommen okay. Tomate 10 Sekunden ist vollkommen okay. Pilze in 5 Sekunden plus Grill 5 Sekunden sind 10 Sekunden. Ist vollkommen okay. So. Also viel schneller geht das hier nicht. Gut. Speichern wir das mal. Ja. Es kann sein, dass jetzt wieder die Sicherung rausfliegt. Weil er ja jetzt hier keine Energie mehr spart. Aber wie gesagt, wir müssen ihn ja nicht sinnlos... Nee, er spart ja Energie. Er spart mehr Energie, ne? Ich glaube, den habe ich jetzt auf... Habe ich den auf schnell gestellt? Oder habe ich den auf schnell... Nee, den habe ich auf schnell gestellt, oder? Ich glaube, hier habe ich die Zeit verbessert am Elektrogrill. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber es könnte sein, dass wir jetzt so durchkommen. Also von der Zeit her. Wenn man die Rezepte, die ich jetzt verschwende, also wo ich jetzt sage, so 4 Bestellungen, die nicht durchgehen,
wenn ich die durchgehend hätte, also wenn die durchlaufen würden, dann wäre auch, oder wäre es möglich, von Stromverbrauch, wäre es durchaus möglich, es zu schaffen, weil wir ja dann weniger andere Sachen noch annehmen müssten, weil wir ja die Bestellungen quasi alle bearbeitet gekriegt haben. So, Bestellung läuft in Kürze ab. Der erste Bürger, die 34, geht raus, die 37, geht raus, die 38, geht nicht raus, die 39 ging raus, die 42 geht raus. Wir haben nur einen, Burger nicht geschafft, nur eine Bestellung nicht geschafft und sind 13 Bestellungen trotzdem drüber. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also 13 Zutaten. Wir müssen die Zutaten noch ein bisschen anpassen an den Takt, glaube ich. Dass das dann noch ein bisschen weniger wird, weil die ganzen Bestellungen, die da offen sind, die da werden ja wohl getätigt, aber ein. Gut. Okay. Das kann man noch optimieren. Sehe ich ein, aber wir haben ja Essen auf Rädern, als die sind schon freigeschaltet und ich wiederhole, da haben wir 50 Menüs, hier haben wir jede Menge Stromverbrauch, die wir machen können, 300 Zutaten, das ist da, guck mal, wir sind nicht leichter durch als das hier. Aber wir werden uns daran halten, dass hier oben steht, hier steht die 17, dann werden wir erstmal die 17 machen und Essen auf Rädern und vielleicht noch ein bisschen was lernen dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und so ein Abo, ich würde mich riesig drüber freuen. Bis dann, tschüss!